Hallo und herzlich willkommen zu BÖF. Ich wünsche euch bei der Folge von heute viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu BÖF. Ja, bei diesem Spiel habe ich tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung, was uns hier wirklich erwartet. Mich hat einfach nur die Grafik angesprochen und die Beschreibung. Und zwar geht es darum, dass wir irgendein Wesen sind, was total einsam ist und das beschließt, einen Freund aus Knochen und Organen zu bauen, was wir anhand von Rätseln oder die Knochen, also die Zutaten, die wir anhand von Rätseln irgendwie finden sollen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal in ein neues Spiel. Okay, also ich dachte, es wäre jetzt irgendwie so eine Art Intro, aber es ist nicht. Ich denke mal, das müssen wir hier selber machen. Wir haben hier irgendwie eine Kassette, die wir jetzt abhören müssen. Okay, wir haben Musik. Gut. Und wir haben Tee. Okay, wir machen uns gemütlich mit Musik. Kaffee oder Tee und einem leckeren Toast. Kann man das hier nach unten packen? Ja. Und ich nehme einmal an, das sind wir. Wir schauen gerade im Waschbecken in Spiegel. Okay, wir können uns da wahrscheinlich hier... Okay, hier haben, können wir uns ein Halsband, also Schmuck, irgendwie anziehen. Gut. Ja, was nehmen wir dann? Diesen Nasenring hier? Ja, wir nehmen diesen Nasenring. Dann können wir das Oberteil verändern. Ja, dann nehmen wir das hier. Das hier ist unsere Frisur. Okay. Ja, dann nehme ich das. Und dann können wir noch die Farbe von unserem Gesicht verändern. Dann nehme ich das in weiß. Okay, weiter geht's. Ich denke mal, wir müssen hier das hier alles... Oh, das Leben in überfüllten Städten macht mich einsam. Ich werde einen Körper erschaffen. Sehr gutes Intro. Ein Wesen. Eine Ansammlung von Knochen. Eine Bezugsperson, meine Person. Ein feuchtwarmes Herz. Okay, hier müssen wir jetzt... okay, also das sind wahrscheinlich hier die ganze Zeit so eine kleinen Puzzlespiele, die wir machen. Mit einer kleinen Geschichte, die mit Einsamkeit zu tun hat. Also gehe ich jetzt mal von aus. Und nu? Was machen wir jetzt damit? Oh. Ah, okay, das wird hier wohl unser Wesen, unser Freund. Können wir hiermit irgendwas machen? Nee. Da? Okay. Also ich gehe mal davon aus, das hier ist unser Zimmer, unsere Wohnung. Hier haben wir... Okay, das hier ist wahrscheinlich unsere Zeichnung, unsere Anleitung für unser Freund, den wir uns bauen wollen. Hier haben wir so eine Art Inventar. Ja, okay. Und hier kommen wir in die Stadt. Alles klar. Gut. Wie kommen wir jetzt wieder nach Hause? Fremde Wohnung. Wie kommen wir wieder an unser Zuhause? Wer bist du? ja, also so ganz klar. Ich finde das hier gerade alles noch etwas komisch. Ich finde das gerade alles noch etwas komisch. Komm, wir machen hier einfach mal alles kaputt. Oh, und da haben wir was gefunden. Geld.
Und noch mehr Geld. Nimm das. Ah, jetzt nimmt er sich das nicht. Okay, wir lassen es erstmal ausrollen. Er nimmt es generell nicht mehr. Kann man mit ihm hier noch irgendwas machen? Nee. Aber das Geld können wir uns auch nicht mehr nehmen. Gut, dann gehen wir wieder in die Stadt. Oder kann man hier? Nee. Ja, müssen wir mal schauen. Kann man sich hier irgendwie noch anders bewegen? Hier haben wir ein Telefon. Okay. Dann packen wir hier mal das Geld rein. 6459. Moment, ich schreibe mir das mal eben auf. Weiß nicht, ob man sich das sonst irgendwie merkt. 6459. So. Ich würde gerne wieder in unsere Wohnung gehen. Das ist eine fremde Wohnung. Das ist eine Apotheke. Kommt man hier irgendwie... Ich möchte nicht stören. Wie kommt man denn wieder zurück in seine eigene? Das ist die Konditorei. Fremde Wohnung. Apotheke. Na gut, dann gehen wir mal in die Apotheke. So, dann haben wir hier den Apotheker. Er möchte irgendwas haben. Okay, also so genau weiß ich jetzt noch nicht, was wir hier genau machen müssen und warum wir nicht mehr in unsere Wohnung kommen. Hier haben wir irgendwelche Rätsel. Okay, ich geh noch mal ein bisschen zurück. Das ist dasselbe. Was haben wir hier? Hier ist wieder dieses Regal mit den Fläschchen. Was haben wir hier noch? Ich denke mal, hier brauchen wir noch irgendwelche Gegenstände, die wir dann hier platzieren können. Und hier selber kann man nichts machen. Hier ist noch was. Okay. Was passiert dann, wenn wir hier alles nach oben drehen? Der hat hier was in der Hand. Okay, dann haben wir irgendwas im Inventar. Das können wir vielleicht hier reinpacken? Nee. Ach so, okay, nee, okay. Da müssen wir dem Zeug hier oben die Richtung zuweisen, aber ich weiß nicht, rückgängig kann man das machen? Ah, alles klar, habt ihr gesehen? Hier ist jetzt schon irgendwas passiert. Wir müssen jetzt also hier in die Löcher irgendwelche Steine reinwerfen. Dann passiert auf diesem Tisch hier irgendwas. So, machen wir mal die kompletten Steine da rein. Gut, aber mehr passiert jetzt hier auf diesem Tisch nicht mehr. Und ich denke mal, wir sollten das da möglichst so machen, dass hier alle Löcher ausgefüllt werden. Gut. So. Wo würde das dann hinfliegen, wenn wir das in die Richtung bringen? Dann fliegt alles dort rein. Gut. Und so. Auch alles hier rein. Dann hätten wir uns das hier aber geschnappt. So haben wir schon zwei von diesen Gefäßen. Gut, dann machen wir das hier auch nochmal dahin.
Jetzt haben wir hier aber keine Steinchen mehr. Können wir die hier wieder einfüllen? Nee, können wir auch nicht. Weil ich weiß nicht, was passieren würde, wenn wir hier noch... Aber vielleicht war das Ziel, dass wir dieses Gefäß hier bekommen. Können wir das jetzt hier vielleicht... Ich dachte, dass man das da irgendwie einfüllen könnte. Oh, 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 oh! Jetzt haben wir hier alles umgeschmissen. Alles klar. Das hätte, glaube ich, nicht so sein sollen. Hier waren wir ja schon. Was war hier noch? Ach, hier waren diese Figuren. Da haben wir schon ein Gefäß bekommen. Hier haben wir noch ein kleines Geheimnis zu lüften. Ach, hier müssen wir... Hier hatten wir das Gefäß Nummer 1, Gefäß Nummer 2. Dann brauchen wir hier noch ein Gefäß. Oh! Okay. Gut. Da müssen wir jetzt irgendwie gucken. Ah, einfach mal hier die Dinger runterwerfen. Da haben wir dann ein Gefäß, was wir dann hier hinstellen können. So. Und jetzt die ganzen Sachen hier. Oh mein Gott. Hier rein. So. So. Ah. Komm da rein. Alle Steinchen. Können wir die hier auch noch mit reinmachen? So, alle Steinchen da rein. Okay, dann haben wir das, was der Apotheker hier haben will. Und dann können wir ihm das geben. Hier, hallo Apotheker, dankeschön. Wir kriegen dafür vertrocknete Blumen. Oder? Ein Knochen kriegen wir dafür. Okay, nehmen wir. Ah, okay. Also haben wir jetzt einen Knochen für unsere Figur bekommen. Ist noch was hier drin? Nö, ansonsten ist hier nichts mehr. Gut, dann waren wir in der Apotheke. Ich denke, hier sind wir dann auch schon mit fertig. Dann gehen wir wieder in die Stadt. Ich weiß halt nur nicht, wie wir in unser Zuhause wieder reinkommen. Das hier ist immer eine fremde Wohnung. Und ich kann auch den Bildschirm nicht bewegen. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur die Konditorei erstmal noch zum Erkunden. Das war heute die Folge mit Birth. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch viel Spaß.